Herzlich willkommen bei Brandenmundorf. Heute schauen wir uns mal etwas komplett anderes an. Also wir gehen sozusagen in die Singularität hinein. Also in einen Bereich, wo man sich schon nicht mehr viel erklären kann, wo überhaupt noch was ist oder warum das so ist oder wie das überhaupt funktioniert. Das sind Objekte, die man auf diesem einen Bild sieht, was schwarz ist, rund ist und alles in seiner Umgebung aufsaugt. Also das sind die sogenannten schwarzen Löcher. Die weisen eine so starke Gravitation auf, dass aus dieser Umgebung nichts, auch keine elektromagnetischen Wellen mehr nach außen gelangen kann. Als das Licht getreibt, einfach verschluckt, weg ist es. Aber ein schwarzes Loch ist nicht gleich ein schwarzes Loch. Es gibt verschiedene Arten davon, große und kleine, massenreiche, massenarme und so weiter. Naja, schauen wir sie uns jetzt genauer an. Wir haben auch verschiedene Entstehungen. Also nicht jedes schwarze Loch entsteht gleich. Sondern, damit man das auch genauer verstehen, schauen wir uns erstmal die stellaren schwarzen Löcher an. Was sieht man denn auf dem Bild? Ein massenreicher blauer Stern, der bald zu einer Supernova wird und vermutlich ein schwarzes Loch hinterlässt. Was sieht man weiter? Oder was passiert jetzt? Was macht ein massenreicher Stern am Ende seines Lebens? Also wenn der Eisenkern, als sich dann in den Inneren des Sterns bildet, die 1,4 Sonnenmassen überschreitet, kollabiert der Stern und es entsteht ein schwarzes Loch. Und diese Explosion wird Supernova dann genannt. Wo der Stern fast selber in der Galaxie leuchtet. Jetzt zum nächsten, den mittelschweren schwarzen Löchern. Stell dir mal vor, man sieht, wie zwei Sterne aufeinander zurasen und miteinander kollidieren. Das ist ein mögliches Entstehungsszenario für ein mittelschweres schwarzes Loch. Und ich habe nämlich auch mal gelesen, dass auch zwei schwarze Löcher miteinander verschmelzen können, wodurch dann ein größeres entsteht. Da wir noch die supermassenreichen schwarzen Löcher, die Millionen bis Milliardenfache Sonnenmassen haben. Und aber wie sie wirklich entstanden sind, ist Gegenstand aktueller Forschung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dazu